finde, man sollte sich nicht zurückziehen und ich finde es gut, dass viele heute hier sind. Und es sind ja auch alles Feiglinge, die sowas machen. Ich meine, auf Unbewaffnete und Kinder zu schießen und in den Rücken. Also ich finde das gut hier und das auch gut. Es sind nicht so viele gekommen wohl wie sonst, aber ich finde das okay. Hi, I'm here from Chicago, celebrating CDS. And it's not only about gay pride, it is about human rights. And that is what we celebrate here. If you're black, white, gay, Muslim, Christian, it's all important that we get along, and it's not about any of those issues except human rights. Okay, also ich sag zu meinen Töchtern immer, lasst euch nicht einschränken. Wenn irgendwas passieren sollte, dann ist es Schicksal. Lebt weiter euer Leben. Also wir lassen uns Chris aus CJ wahrscheinlich heute uns nicht nehmen, aber wir hatten halt schon Angst, dass wir hingekommen sind, aber wir würden halt mehr Kontrollen durchführen, direkt hier vor, also hier wurden ja komplett keine Kontrollen durchgeführt, da vorne müssten viel mehr Securities oder also Polizisten oder irgendwas stehen, um irgendwas zu kontrollieren und meiner Meinung nach, man kann dagegen halt nicht so viel machen, aber man muss halt schauen, wie man gestern vorgeht. Also ich finde, dieser Tag ist wirklich ein Tag, ein Zeichen zu setzen, dass wir Lesben und Schwulen es verdient haben zu leben. Und klar hatte ich Angst, dass hier ein Anschlag stattfindet. Aber wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen von den Radikalisten und wir müssen standhaft bleiben. Wir müssen standhaft bleiben. Yeah, I'm very happy with this happening today. Because everybody has a right to love each other, to respect each other, and to have freedom of everything, to do whatever they feel like, as long as they don't bother anybody. And that's what I think. Well, I think, you know, when you have a pride in Berlin, you have a pride everywhere. It doesn't matter really what the occasion is. It's like, it's a happy thing. And all the things that are going on in the world, like Istanbul, Paris, Munich now, I think it's really important to celebrate the good things and be happy, get away from all the bad things, and you know, we can't avoid them. We need to do whatever's right in terms of not forgetting what happened, but you have a happy event that's going on, so you know, let's enjoy that and be happy, celebrate. And let's not forget. So, all the best to Berlin. Great city. I love you. We love you. Hi, I think it's a great opportunity for us all today to celebrate this day of St. Christopher Day, that we can change, like, we have changed the liberty, we have changed the law of homosexuality, and we can be together. I can be together today as a drag and be with my own loved person, and I can see other people like feeling, falling in love with each other and being together. So it's a great opportunity for all of us to celebrate this victory of the nation and this victory of the world. Yeah. Gut, ich lasse mich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Wir wollen ja einen schönen Tag verbringen, schön feiern gehen. Ja. Und alles nicht schön, was gerade so passiert, aber heute ist ein schöner Tag. Wir wollen feiern. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eingeschüchtert davon bin, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich extra rausgehe zu feiern, sondern ich lasse mich davon jetzt nicht groß einschüchtern, weil ich trotzdem Spaß haben möchte und ich gehe einfach nicht davon aus, dass zum Beispiel bei einem Fest wie hier ein Anschlag passieren kann. Man sollte gar nicht erst solche schlechten Gedanken haben. Nee, jetzt erst recht für seine Rechte einstehen, für sein Leben einstehen und wenn es passiert, passiert. Man kann es nicht verhindern und einfach bei sich sein und bei seiner Gruppe sein. Also ich finde auf jeden Fall. Also auf jeden Fall recht zu feiern, weil ich persönlich finde, wir dürfen uns jetzt halt nicht verstecken, sondern müssen jetzt halt erst recht zeigen, dass wir da sind und dass wir einfach was zu sagen haben. Wir sind
genauso wie jeder andere Mensch und bestehen auf unsere Rechte. Das finde ich jetzt. Yeah. Anyway, yes. And yeah, my opinion is that we should fight with love, because it's really important. Right to human is really important today. And don't be scared about terror, terrorists, and nothing more. So happy Pride for all the people, happy rights human, and nothing more. Ich finde, dass wir auf alle Fälle uns unsere Demokratie und unser Freiheitsverständnis nicht nehmen lassen dürfen und immer wieder neue Zeichen setzen müssen, weil wir in unserem demokratischen Land und in unserem demokratischen Staat uns diese Freiheiten erkämpft haben und durch nichts und gar nichts auf der Welt einen Schritt zurück machen dürfen, sondern wir müssen es verteidigen. Sonst wird das Leben nicht mehr so bunt sein, wie es jetzt ist. Dankeschön. Okay, so I'm from Toronto and I arrived in Berlin today. I'm happy enough to be participating in Pride, and being from Toronto, Pride is a huge deal. So regardless of what's happening in other parts of the country, it's a very important thing for us to all unite, regardless of the attacks and different acts of brutality happening. Us showing a united front at things at Berlin Pride and Toronto Pride, this is our opportunity to stand up and say we are one people. So this was what it is for me to be a part of Berlin Pride tonight. Thank you. It's as simple as this. Everyone got his own beliefs, his own reasons. So it doesn't matter what the society, what the religion imposes to every people. Why? So I might get my own beliefs, my own religion, my own beliefs, but you free to do what you want. This is how society should be today. Thank you. I don't wanna, there's love said, there's love things to do, but I would make it short and small as this. I might get my own beliefs. I might like or not like some things, but then it's not about me, it's about you. You do what you want. Thank you guys, have a lovely day. I don't have any anger about that. I think that these people, they need just to like, they're very ignorant, and they need just to like think about it, what they're doing. And so, and I think that people are here like to celebrate life, happiness. I'm coming from the US, I'm from Argentina originally. I'm amazed at what is happening right now. Thank you guys, thank you Berlin. Ich finde es gerade heute wichtig, dafür zu kämpfen und zu zeigen, dass es keinen Grund gibt, dem Terrorismus oder sonst irgendwas irgendwie dafür genug Chancen zu geben. Wir kämpfen dafür. Wir sind das, was wir sind, und wir kämpfen dafür. Und ich finde, gerade sowas zeigt uns, dass wir uns noch mehr in den Vordergrund drücken müssen, weil wir lassen uns von sowas nicht runterkriegen. We're here to party. We're not controlled by a minority of small people putting terror into the world. We are individuals that celebrate life and celebrate freedom and celebrate love. And we are out to explore the world and to explore other cultures. And Germany is amazing. Berlin is amazing. And we love it. We do not fear you. We do not fear you. No, bring it on. From Australia. Party on! Also, ich sag mal, auf jeden Fall dranbleiben, weil, warum unterkriegen lassen? Wir sind nun mal Deutschland und wir tanzen dafür. My family is from Afghanistan, but I was born and raised in UK, and I just believe in being open and just letting anyone be whoever they want to be and accepting everyone. So I think regardless of where you, if you're Muslim or Jewish or English or atheist, you just have to accept everyone for who they are. That's what I believe in. Thank you. You know, it's terrifying attacking people who are not doing
anything to others. It's not worse. Why? Love. It's more important. I don't understand why people attacking others who do nothing. Just being and having a good life. I'm having a good life. I won't take that away from me. That's why I'm here today, to have my life. You can't take it. I'm just having my life. And I love it. I feel good. I have power. I have strength. So you should do it. Have your own life. With power, strength. Don't care about others. If they're bullying you, take that for granted. It's your power to grow. Love is the answer. Not fight. Don't fight. It's not worse to fight. It creates more attraction from the other side. If you're having love, you accept everyone. I have a lot of love. That's why I get exception. That's the only thing who is important. Take care of others and love yourself. Wir haben erst gestern das Thema gehabt, weil ja da München ganz aktuell war und haben überlegt, ob wir heute hergehen. Und wir haben uns entschieden, dass wir erst recht deswegen hergehen, weil das ja heute ein Fest der Liebe ist und wir gern wollen, dass wir das auch zeigen. Und ich finde es schade, wenn man sich durch all die Ereignisse, die passieren, eigentlich den Spaß am Leben verdirbt. Und deswegen sind wir heute hier. Also, meine lieben Leute, hier ist die Antwort. Warum bin ich hier? Ich will feiern, feiern, feiern und lass mir das auch nicht nehmen in dieser Welt, keine Frage. Meine Angst ist null. Feiern, feiern, feiern. Aber ja, wirklich erst recht. Und es ist so, dass man wirklich Gesicht zeigen muss, man muss präsent sein, man darf sich nicht einschüchtern lassen, man muss einfach ja, sein Leben leben, man muss da sein. Auch im Normalfall ist es nicht so, dass ich hier mit so einem Fummel rumrenne, aber ich würde trotzdem die gleiche Meinung vertreten, auch in meinem Anzug oder in meinem Hemd oder mit Schlips oder mit Kragen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, immer Präsenz zeigen, sich nicht einschüchtern lassen, einfach da sein. Und da, wo man selbst ist, ist kein Platz für Leute, die Unrecht auf der Welt vertreiben. Also die Sicherheitslage beim CSD war okay, wir hatten keine größeren Probleme und die Polizei war präsent. Die hat halt ein bisschen mehr Kräfte eingesetzt als sonst, aber war alles in Ordnung.